Hallo und herzlich willkommen zu einem Real Life, kann man sagen. Wir schieben ein paar Papierschnipseln. Ich zeige euch mal den WM-Ball. WM, alles mit Orange beschrieben immer. WM. Kann man sogar rum wie umdrehen. Entweder die Seite. Oder die Seite. Die gehen halt wieder nicht. Ja, und das ist der normale Spielball. Jetzt mal. Und ich werde jetzt mal ein paar Tore schießen. Ihr seht da hinten das Jajo-Schild. Also die Bande hier ist das Tor, was hier so versucht runterzufallen. Ich schieße jetzt mal. Oh, das war das 1:0. Ich habe ein Tor geschossen. Mit dem WM-Ball kann ich nicht spielen. Jetzt muss ich mit dem WM-Ball spielen. Ah, das waren die Bande. Das war auch an die Bande. Jawohl! Jetzt hat die Latte gezielt und der ging an die Latte, an die Latte. Und dann ging er noch rein. Oh. Scheiße, scheiße. Hier ist wie ein Strafraum, bloß dass es nochmal wie so ein Haus oben drauf hat und nochmal ein Fenster. Also ihr müsst euch den nur mal einen Strafraum vorstellen. Dann ist auf einmal oben drüber nochmal ein kleiner Kasten. Ungefähr 2 cm oder 1,5 cm. In der Mitte ist ein Strich. Und darüber ist dann nochmal wie so ein Dach. Für verschiedene Schwierigkeiten. Oder beziehungsweise für ganz schwer. Dann darfst du alles verwenden. Also es ist, ja, man darf dann alles verwenden. Der Nachteil an diesem Ball ist, an dem WM-Ball, der ist viel schwieriger zu spielen. Weil er viel größer und besser ist. Ja. So. Meine Damen und Herren. Ich werde später noch mal mehr Bälle haben. Also mehr Spielbälle. Als nur diese 2. Ist der auch schön an die Bande. Wow, da zittert das Tor. Da zittert das Tor. Nicht schon wieder. Ich soll jetzt so aufziehen. Ich muss ganz leicht und präzise den einfach ganz platziert versuchen, in die Ecken zu schießen. Eigentlich spielen bis 2 Spieler. Einer hält immer so mit den 2 Fingern im Tor. Aber er darf wirklich nur. Also er darf nur bis zum Ende des O's. Ungefähr. Oder bis zum Ende des J's. Darf er sich nur Hand nehmen. Darf er nur halten. Sonst darf er nicht mehr halten. Hier ist Schluss. Dann musst du. Wenn du den da hältst, musst du weggehen, dann darf man hart noch einen Freischuss. So, ganz leicht für zu Hause zu bauen. Mit anderer Werbung, aber baut es lieber simpel und einfach, nicht mit den verschiedenen Schwierigkeiten, sondern einfach irgendeinen Raum, es kann ein Kreis sein, irgendeine geometrische Figur an einem Ende. Und an den anderen Ende kommt dann einfach das Tor aus selbst gebastelt. Könnt ihr euch bauen, wie ihr wollt. Und hier einfach eine Bande tätig empfehlen. Weil sonst könnt ihr jede Sekunde mal aufstehen, ne? Das ist nur das Eröffnungsspiel von Jajo. Hier, Papierball. So nenne ich das. Und das war es, präsentiert von Jajo und Nanocrafter. Ja, und auf jeden Fall abonnieren, Daumen nach oben. Nanocrafter, Daumen nach oben und abonnieren. Das ist ein Kumpel von mir. Ja, ciao.